Servus, meine Lieben, und einen wundervollen guten Morgen. Heute möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Ja, wie du vielleicht schon festgestellt hast, steht diese Woche volle Kanne im Manifestieren, was wichtig ist zu manifestieren, um richtig zu manifestieren. Und genau, deswegen möchte ich dir heute erstmal eine kleine Geschichte erzählen, die du vielleicht schon mal gehört hast, aber manchmal hilft es uns immer wieder zu erinnern. Ich habe tatsächlich versucht herauszufinden, woher diese Geschichte ist. Und es gibt, ich würde sie tatsächlich als unbekannt mit angeben, weil tatsächlich auch hinterfragt wird, ob diese Geschichte sich überhaupt in echt zugetragen hat oder ob es ja, einfach nur eine fiktive Geschichte ist, die eine besondere Botschaft hat. Ich möchte sie dir einfach gerne erzählen, weil sie einfach etwas widerspiegelt, was wir in unserem Alltag gerne machen. Und zwar ist es die Geschichte von dem schwarzen Punkt. Ein Professor hat in seiner Studiengruppe, quasi in seinem Hörsaal, hatte er lauter Zettel verteilt vor die Studenten und hat gesagt, ihr dürft jetzt gleich diesen Zettel umdrehen und dann beschreibt mir so gut es geht, was ihr da drauf seht. Und nach der Stunde sollten sie das dann abgeben. Alle Studenten drehten diesen Zettel um. Und was war auf diesem Zettel? Es war ein DIN A4-Blatt, in deren Mitte ein schwarzer Punkt war. Und die ganzen Studenten beschrieben diesen Punkt, wo er war, in welcher Höhe, welchen Durchmesser der hatte, welchen Abstand er zum Rand hatte. Wirklich so, wirklich die Positionen. Am Ende des Tages sammelte der Professor diese Zettel alle ein und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, in welcher Vielzahl, deswegen lasse ich das einfach mal offen, aber auf jeden Fall waren es unheimlich viele Menschen von den Studenten, die eben diesen Punkt beschrieben haben. Und dann hat er gesagt, ja, aber keiner von euch hat mir über das Weiße berichtet, was drumherum ist. Ihr habt euch alle nur auf diesen schwarzen Punkt fokussiert. Und so ist es im Leben, weil wir fokussieren uns immer auf diesen einen kleinen Fleck, der da ist und sehen aber nicht, dass da so viel Raum da noch daneben war und daneben ist und den wir nutzen können, quasi die weiße Seite. Und ich möchte dir diese Geschichte erzählen, weil es beim Manifestieren genau darum geht. Es geht darum, wo fokussiere ich mich hin? Fokussiere ich mich nur auf diesen schwarzen Punkt? Oder fokussiere ich mich auf das Weiße drumherum? Ich weiß noch, in den Zeiten, wo ich noch nicht in meiner Kraft stand, sage ich jetzt mal, wo es wirklich, ja, wo ich gerade anfing, als Coach zu arbeiten, und es war noch so ein bisschen, wo es auch noch nebenberuflich war und so, man hat halt hier und da so den einen oder anderen Kunden gehabt, Klienten gehabt. Und ich kann mich noch heute daran erinnern, es war dann tatsächlich so, dass ich viele Kundenfeedbacks hatte, wie toll das war, wie es ihnen gut ging. Und dann kam ein Kundenfeedback, die mir erzählte, dass es ihr leider nicht geholfen hat, was ich gemacht habe. Und genauso wie die Studenten in dieser Geschichte habe ich mich auf diesen schwarzen Fleck konzentriert, anstatt das große Weiße drumherum zu sehen. Und habe quasi meinen Fokus darauf gehabt, auf diesen Flecken, auf diese eine Aussage, ja, bei mir hat es nicht geholfen, dass ich aber 9, 10, 12 anderen Menschen ganz viel geholfen hatte, habe ich einfach nicht gesehen. Und so geht es uns mit ganz vielen Dingen im Leben. Wir fokussieren uns so sehr auf diese einen kleinen schwarzen Fleck, auf das eine, was nicht funktioniert, auf das eine, was doof ist, auf das eine, was einfach nicht schön ist, anstatt all die wunderschönen Sachen zu sehen, die wir in unserem Umfeld haben, die bereits da sind, diese ganze weiße Fläche, wo alles super ist. Und ich weiß, dass es ein bisschen, wie sagt man, eine alte Mühle ist, weil viele Coaches darüber sprechen, aber genau deswegen ist diese Übungen der Dankbarkeit so wichtig. Ich sage jetzt nicht, dass du jetzt jeden Morgen und jeden Abend das machen musst. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, bitte mach's. Aber wenn du ein ähnlicher Typ bist wie ich, dann verteilst du das auf den ganzen Tag, nämlich immer in den Momenten, wo du die weiße Fläche siehst, also wo du quasi schöne Momente erlebst, in dem Moment einfach zu sagen, wow, danke, dass ich das gerade erleben darf. Für mich jetzt hier gerade das Video für dich aufnehmen zu dürfen, ist so ein Moment, wo ich einfach sage, hey, ich bin so dankbar dafür, dass ich das machen darf.
dass ich dir was sagen darf und hoffentlich damit auch inspirieren kann. Genauso ist es ein leckeres Essen, eine schöne Zeit mit meiner Familie zu verbringen, wenn ich auf Reisen bin, dass ich tauchen kann, dass ich reisen darf. Und das sind lauter Dinge, auf die ich mich fokussieren kann, anstatt mich auf diese schwarzen Flecken zu konzentrieren, was gerade nicht geht, warum ich irgendwas gerade nicht kann. Das verändert ganz, ganz viel. Und das ist ein Punkt, der beim Manifestieren ganz wichtig ist, nämlich es ist wichtig, wo ich mich hin fokussiere. Fokussiere ich mich auf den schwarzen Punkt oder auf die weiße Fläche? Ich würde mich freuen, wenn du mir einfach in den Kommentaren erzählst, wie es bei dir ist. Bist du mehr ein schwarzer Punktdenker oder bist du mehr ein weiße Flächendenker? Würde mich freuen, Feedback dazu zu bekommen. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz wunderbaren Start in den Tag. Und ich hoffe, dass dir das hier etwas, ja, vielleicht hilft dabei, zu gucken, zu beobachten, achtsam mit dir selbst zu sein, wo du eventuell ein bisschen umfokussieren kannst. Viel Spaß und einen schönen Tag.